Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr bei dieser Folge angezockt dabei seid. Heute will ich euch ein Spiel näher bringen, das auf den Namen Heliborn hört. Ja, was ist Heliborn? Heliborn beschäftigt sich natürlich, wie soll es auch anders sein, mit Helikoptern, orientiert sich, beziehungsweise es wird immer ein bisschen mit World of Tanks verglichen, aber es ist dann doch ein bisschen anders, dazu kommen wir gleich. Und was muss man tun? Es gibt verschiedene Helikopterarten, es gibt eher so Truppen, Transporter, so wie hier mit 20 Mann Besatzung oder eher so Angriffshelikopter, die dann doch eher dem Angriff dienen. Und man muss verschiedene Punkte einnehmen. Die Punkte, die nimmt man ein mit seiner Besatzung, die man so mitführt. Aber ich will gar nicht so lange rumreden, sondern wir schauen, ob wir direkt ein Gefecht finden. Und deswegen, ich werde mir hier kurz abbrechen und wir springen dann ins Spiel wieder rein, weil das dauert ab und an. Ihr seht, es sind derzeit natürlich noch nicht so viele Spieler, weil Early Access und 10 Euro auf Steam. Also ihr könnt es selber auch schon spielen. So, wir sind jetzt auch hier angekommen und könnten jetzt dann spielen. Wir müssen jetzt nur noch ein Team auswählen und sehen. Ja, ich glaube, wir gehen hier mal in das mit weniger. Und dann kann man hier gleichzeitig auch noch wählen, welchen Typ man fliegen will. Wir nehmen jetzt einfach mal, sieht man hier, was es so gibt. Recruit, ein Mann, in dem Fall 5. 10, der ist dann der mit am fast meisten. Und hier ein reiner Attacke. Ich nehme jetzt eher mal hier mit 10, der ist ganz gut. Oder, ja doch, den habe ich sogar mal gespielt, den kenne ich. Also, so schaut das Ganze im Spiel aus. Und jetzt direkt steigen wir los. Und wir müssen eben jetzt die Punkte da einnehmen, die wir hier auf der Minimap schon sehen. Wir haben zwei Arten der Waffenwahl. Einmal hier Raketen oder die Geschütze. So, hier kann man auch immer so Leute absetzen, die auch ebenfalls mit der Taste E, kann ich jetzt euch leider da nicht hin. Also links im Bild seht ihr 8 Leute, die sind das, was wir im Helikopter haben. Oder mit der Taste E kann man immer noch so Stinger-Leute absetzen, die dann auf die anderen Helikopter auch noch schießen werden. So, da vorne ist schon ein Gegner. Zwei sogar an der Zahl. Und wie gesagt, immer Early... Oh, da ist nur einer doch noch. Immer bedenken, Early Access. Deswegen ist da hier noch alles ein bisschen... Ja, von einem... Von der Tonalität und so immer nicht alles gegeben. So, und den haben wir zumindest gut mitschießen können. Und hier, der will jetzt auf uns gehen, aber wir auf ihm auch. Okay, der hat uns gut rausgenommen und ihr habt gesehen, es ist ein Early Access Titel, also da wird noch einiges dran gemacht werden müssen. So ganz easy ist es natürlich nicht, aber die Basis, die passt schon. Und es ist stimmig, es ist ein sehr arkadiges Spiel, also man muss hier kein wirklicher Könner sein, um hier was reißen zu können. Das ist das Angenehme. So. Und wir sehen da hinten der blaue Punkt, der wurde eingenommen. Da fliegt auch schon einer meiner Mates hin. Wurde abgeschossen. Ich glaube durch den da. Da hat er mich gut weggemacht, wobei ich ihn eigentlich auch schon stark getroffen habe, hat man ganz gut gesehen. Jetzt nehmen wir mal ihn hier, reinen Angriffshelikopter. Mit dem kann ich keine Punkte mehr einnehmen, aber dafür kann ich dem Gegner ordentlich einheizen. Aber ich will auch natürlich euch noch so das Einnehmen von dem Punkt zeigen. Mal auf Geschwindigkeit kommen. Natürlich auch da die Helikopter so ein bisschen unterschiedlich, aber sie spielen sich alle sehr ähnlich. Also jetzt nicht so, dass man sagt, da hat man jetzt ein ganz, ganz anderes Fluggefühl plötzlich, sondern man merkt schon, okay, Arcade ist dann da Thema.
wird das Ganze mal zugepflastert. Der ist jetzt diesmal weg. Und da die Bodeneinheiten wollen auch zerstört werden. Es gibt auch eben hier eine Ansicht für die Fans von Indoor und ihr hört, es ist auch etwas lauter, deswegen gehen wir mal wieder raus. Alles weg. Was passiert eigentlich, wenn ich alles leer geschossen habe? Ja, scheinbar müssen wir jetzt zurück zur Basis, würde ich jetzt auch mal vermuten. Ihr seht oben auch einen Fortschrittsbalken. Ich fliege jetzt einfach mal zur Basis, schaue, ob man sich da wieder aufmunitionieren kann. Das hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht. Lasst uns doch mal gucken. Und diese Bodeneinheiten wiederum, die greift ihrerseits auch an. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, ja, der Punkt, sondern ihr habt ja gesehen, da kommen dann Panzer und so. Also da passiert auch dann einiges am Boden. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, ob wir hier aufmunitionieren können. Das, glaube ich, sieht ganz gut so aus. Bisschen höher. Das Landen, da muss man so ein bisschen aufpassen. So, und ihr seht, wir sind wieder voll. Und direkt geht's los und weiter. Rechts noch 46% unserer Struktur ist am Start. Ja, 20. Eigentlich sollte man bei Friendly nicht drauf schießen. Nicht schon wieder. Na gut, jetzt kriegt er auch mal eine. So. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen, oder? Jetzt mit 12% ist natürlich ganz schön ekelhaft, zum Gegner zu fliegen. Aber wie gesagt, einmal würde ich gerne noch euch zeigen, auch wie das Einnehmen aussieht. Da gerade ein. So. Und weg ist er. Zerstört doch uns. Schön. Der lief ganz schön gut. Hier nehmen wir mal die Stellung insoweit auseinander, dass da mein Team dann gleich... Oh. Und da haben wir jetzt gehört, okay, wir hatten mit dem keine Flares, also nichts zum Wegschießen. Und jetzt, wie gesagt, probieren wir doch mal, ob wir mal so einen Punkt wieder mal holen können. Und ich euch das auch mal zeigen kann, wie das so aussieht. Sonst läuft das Spiel schon recht performant, also von dem her, na, muss man sagen, kann man das schon lassen. Ein Frag, boah, da könnte noch mehr passieren. Der Punkt, der wird jetzt auch dann eingenommen werden. Schaut gut aus. Ich düse weiter. Da haben wir einen Kampfheli hinter uns. Und
da wurde man jetzt von zwei gleich oder drei auseinandergenommen. Da hat man gesehen, hoppala, da geht einiges rund. Aber man ist immer schnell wieder im Spiel, man sieht's und es läuft gerade sehr zu unseren Gunsten. Also es ist alles sehr easy. Die Cockpit an sich ist immer die gleiche. Man hat gesehen vorher auch mit dem sehr offensiv ausgelegten Hubschrauber, dass wir da einfach mitdrehen können. Und hier müssen wir aber das ganze Ding erstmal drehen, bevor wir da hinschießen können. Also so ein paar Vorteile innerhalb der Klassen definitiv gegeben. Der ist aber sowas von unser Punkt. 216 km/h, 220 und jetzt im Tiefflug schon fast. Schauen wir mal, was da so ist. Da ist jetzt alles zerstört worden. Das heißt, jetzt ist unsere Chance, hier den Punkt für uns einzunehmen. Läuft jetzt auch ab. Da sieht man, das ist der Nachteil. Wenn man nicht sauber landet, dann passiert sowas. Aber die Jungs von uns waren da drauf und dementsprechend sollte das unser Punkt sogar sein. Er wird auf jeden Fall eingenommen. Also man muss schon auch sauber landen. Natürlich die Hektik nah an der Front. Da will man natürlich nicht zu lange Zeit damit verbringen und dann auch schnellstmöglich wieder weg. Aber ist, wie gesagt, für ein Early Access Spiel ist es schon ab und an mal sehr funny. Es steckt auf jeden Fall Potenzial in der Idee, das kann man ganz klar sagen. Aber es ist natürlich auch noch Arbeit. Da hinten nehmen schon da den vorletzten Punkt ein. Da kommen unsere Bodenstreitkräfte. Jetzt weiß ich nicht, ob man da noch einen absetzen muss. Der schon unser ist. So, ich kann auf jeden Fall nochmal absetzen. Zack, alle raus. Und hoch in die Luft und weiter nach vorne. Auf jeden Fall bisher schaut es sehr gut aus für uns. Drehen. Und jetzt nochmal. Nochmal mit allem drauf, was geht. Aber es schaut gut aus, wir können unsere Bodentruppen absetzen und haben auch noch zwei Stinger-Schützen in die Luft gebracht. So, Gott sei Dank hat er sich vorher nicht so viel interessiert, deswegen konnten wir hier schön absetzen. Und jetzt konnte ich nicht mehr weg, wurde vom Bodenfeuer zerstört, aber wir haben gesehen, wir haben da ordentlich
den Punkt für uns in Anspruch nehmen können. Also kaum mehr gegnerische Stellungen, die hier existent sind. Und wie gesagt, Skirmish, also dieser Modus ist auch der lustigste, muss ich sagen. Und das Konzept mit diesen Absätzen, Basen einnehmen und so, finde ich wirklich, wirklich stimmig. Oh, jetzt gehen wir mal ein bisschen im Tiefflug hier mal zu Werke. Da kannst du natürlich punkten. Die Atmosphäre ist sehr geil. Jetzt noch ein bisschen Vietnam-Mucke und es läuft. Und wie gesagt, die einzige, diese Tonaussetzer und so, Early Access, würde ich noch nicht zu viel, zu schlimm das Ganze sehen. So, und jetzt kommen wir diesmal gut rein. Hier laden wir auch mal unsere E's aus. Da wird schon auf den gegangen. So, der schaut auf jeden Fall nicht mehr gut aus. Der hat da ordentlich was abbekommen. Raketen lediglich noch zur Verfügung stehend. Ihr seht, da wird man auch ordentlich getroffen. Oh oh. Ja. Man hat keine Flares, dementsprechend kommt man da nicht mehr weg. Man kann jetzt hier noch, wie gesagt, auch noch mal auswählen, was man für Raketen, ob man die Hydra mitnimmt mit 38 oder die mit 14. Dafür ist die Hauptbewaffnung dann ein bisschen anders. Also, auch da wird noch ein bisschen was gemacht. Ich würde sagen, eine letzte Runde machen wir noch. Und dann nehmen wir mal hier mit dem Granatenwerfer, nehmen wir doch mal sowas. Schauen wir doch mal, wie sich der so in der Luft schlägt. Und ich glaube, damit... Und der hat auch Flares, also... Damit werde ich dann nicht mehr so einfach getroffen. Da haben wir den Granatwerfer. Da sieht man auch, da gibt es dann kleine Einschläge. Sehr cool. Der ist natürlich auch ordentlich schnell hier, 240. Da ist man ganz schnell wieder an der Frontlinie. Nehmen wir mal Richtung Punkt noch rüber. Also da war ganz schön viele, du. Schnell die Flares weg. Alter, ist hier viel in der Luft. Hier Richtung eigene Basis. Und wir sehen, jetzt geht es hier ordentlich rund. Da werden wir sogar vom eigenen Team schon getroffen. Und man hat gesehen, schwierig mit den Granatwerfern den Gegner zu treffen, aber dafür halt für die Bodenstruktur sehr gut. Ja, damit würde ich auch sagen, kann man das Ganze hier belassen.
Angezockt von Heliborn. Potenzial hat es auf jeden Fall, aber es muss noch einiges getan werden. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu sagen. Bis zum nächsten Mal. Karamba.